Hallo, heute habe ich endlich mein Berlin Follow Me Around für euch. Vorab möchte ich nur sagen, dass ich etwas erkältet bin, also es kann sein, dass sich meine Stimme etwas komisch anhört. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass ich in Berlin war. Auch auf Instagram habe ich ein paar Bilder gepostet. Links dazu findet ihr in der Infobox. Genau, ich bin letzte Woche mit 4 Freundinnen zusammen nach Berlin gefahren und wir sind mit dem Auto ungefähr 4 Stunden hingefahren. Angekommen, ging es natürlich gleich los mit dem Shopping-Marathon. Und zwar ging es als erstes zu Primark. Glück, dass wir eine Freundin in Berlin haben und wir dort bei ihr übernachten konnten. Dort haben wir unsere Sachen abgeladen und dann ging es auch gleich weiter mit Shopping. Shopping, shopping, shopping. Außerdem schauen wir uns noch ein bisschen die Hackischen Höfe an. Die Hackischen Höfe haben sich natürlich super angeboten, gleich mal ein Outfit of the Day für euch zu drehen. Mit der U-Bahn zum türkischen Markt. Dort angekommen, gab es so viel leckeres Essen, wo wir natürlich gleich zuschlagen mussten. An der Spree entlang. Und wieder einmal zogen uns die Geschäfte in ihren Bann. Mir mal ein kleines Päuschen in einem sehr, sehr schönen Café.
Grund, warum wir überhaupt nach Berlin gefahren sind, war eine ganz besondere Frau. Und zwar... Wohin? Beyoncé! Okay. Genau, also wir waren auf dem Konzert von Beyoncé und es war der absolute Hammer. Aber seht doch einfach selbst. Es geht los zu Beyoncé! Ja! Ach, stopp! Ich glaube, ich ziehe doch lieber andere Schuhe an. Aber nee, weil wir sind noch auf dem Platz, da kannst du dann wieder umziehen. Ja. Auf dem Platz kannst du wieder umziehen. Damit ich jetzt noch gut aussehe, oder was? Ja, genau. Also die Bühnenshow war der absolute Wahnsinn, die Choreografien waren natürlich saugeil, die Liveband war der Hammer, Beyoncé hat natürlich perfekt gesungen, wie immer. Ich glaube, sie war ein bisschen krank, man hat es am Anfang gehört in ihrer Sprechstimme, die war nämlich sehr, sehr heiser, aber sobald sie das Singen angefangen hat, war das einfach nur weggeblasen. Also sie ist natürlich ein absoluter Profi, was man sofort gemerkt hat, da geht nichts schief, alles ist durchgeplant von vorne bis hinten und sie ist ein absolutes Idol für mich, ich finde sie einfach super, super geil, diese Frau. Vor allem die Outfits waren einfach traumhaft schön, besonders dieses Kleid hat es mir angetan. Dieses Glitzer-Outfit ist einfach einmalig. Die O2 Arena war komplett ausverkauft. Es war eine super geile Stimmung. Alle Leute sind aufgestanden, haben mitgetanzt, mitgesungen. Dies war einfach total das tolle Konzert, total das tolle Erlebnis. Look it up.
Ja, die 3 Tage in Berlin waren wirklich sehr, sehr schön. Mir hat Berlin an sich total gut gefallen. Ich fand die Leute und die Stadt an sich einfach total inspirierend. Es ist komplett egal, was du anhast oder wie du rumläufst. Alle sind irgendwie ein bisschen abgedreht. Es ist halt einfach eine Großstadt und man merkt es irgendwie auch. Also mir hat Berlin richtig, richtig gut gefallen. Zum Schluss zeige ich euch einfach noch ein paar Bilder, ein paar weitere Eindrücke aus Berlin. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Gerne kannst du mir auch einen Kommentar hinterlassen. Wenn du irgendeinen bestimmten Videowunsch hast, dann schreib mir das doch auch einfach in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du meinen Kanal noch abonnierst, falls du das noch nicht getan hast. Das ist komplett kostenlos und du bleibst einfach nur auf dem Laufenden und siehst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehe ich euch in meinem nächsten Video am Freitag. Ich freue mich. Bis dann. Danke fürs Zusehen.